bin ich wieder. Ich habe in der Zwischenzeit erstmal eine geraucht und habe mir mal angeguckt, was ich bisher so aufgenommen habe. Ich glaube, das ist ganz lustig geworden. Mir gefällt es jedenfalls. Mal sehen, wie ihr das findet. Werde ich ja dann irgendwie morgen oder so sehen, wenn ich das dann alles zusammengeschnitten habe. So, zwei Sachen wollte ich noch für euch anziehen. Den anderen Krempel, den zeige ich euch nachher nur so. Sonst dauert das alles viel zu lange. Ich glaube, die Datei, die wird jetzt schon irgendwie ein Gigabyte groß oder so. Obwohl das noch nicht mal in HD aufgenommen ist, dann wäre wahrscheinlich jetzt schon die Speicherkarte voll. Also, das Ding hier, das ist die japanische Musterjacke. Die hat keinen Namen, also kann ich ihn auch nicht vergessen. Die hatte ich Anfang des Jahres gestrickt, wenn ihr euch noch daran erinnert, aus der Jack von Langjans. Mein allerliebstes, absolutes Lieblingsgarn. Jack ist so toll und so schön und ich liebe das einfach ohne Ende. Ja, die ziehe ich jetzt auch einfach mal so über. Da brauche ich nicht so furchtbar viel zu knöpfen. Die ist relativ geräumig geworden. Komischerweise ist das Garn selbst bei mir nach dem Waschen ein bisschen auseinandergegangen. Das Witzige ist, das stricke ich sonst mit 3,5, dann verändert sich das gar nicht. Hier habe ich jetzt mal 3,75 genommen und die ist echt so ein Stück in die Breite gewachsen. Also sollte man nicht meinen, ist aber so. Mag ich aber eigentlich auch sehr gerne. Ich liebe diese Farbe, die ist so schön. Ich liebe Moosgrün. Die Knöpfe sind toll, die hatte ich von der einen, was ich euch irgendwann mal gezeigt habe, die ab und zu mal Knöpfe verkaufte über Flickr, die passen auch super dazu, finde ich jedenfalls. Von hinten sieht sie so aus, also das ist auch so eine wunderbare, schmeiße ich mir mal über, passt fürs Büro, passt eigentlich immer Jacke. Ja. Und sie ist auch sehr warm. So, der Klamottenberg da wird höher, hier wird er kleiner. So, jetzt haben wir ja noch, die fandet ihr ja alle so toll. Ich muss noch die Anleitung schreiben, das ist lästig. Gibt es eigentlich Anleitungsschreiber, die man mieten kann, aber kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. So, das ist, den Namen weiß ich, habe ich mir ja selber ausgedacht. Das ist Blue Bayou. Und die mag ich auch sehr gerne. Aber die Knöpfe sind fies zu knöpfen, weil die so ein bisschen kantig sind und ich die Knopflöcher relativ eng gemacht habe. Aber Loren ist auch gleich geschafft. So, oh Gott, da ist immer noch einer. So, du aber. Passt, wackelt, hat einigermaßen Luft. Ich mag sie, ich finde sie sehr schön. Und ja, Anleitung gibt es dann auch demnächst. Ich muss mich da echt mal zu aufraffen. Aber morgen muss ich erstmal die Kolumne für die Verena schreiben. Da habe ich auch schon einen Gang von der Chefredakteurin gekriegt. Aber ich brauche irgendwie auch den Druck. Ohne Druck kann ich auch im Büro nicht gut arbeiten. Ich brauche immer irgendwie Stress. Von hinten sieht sie so aus. Länge ist, finde ich, gut. Ihr sagt ja immer, die sind zu kurz. Aber wenn ich sowas Langes trage, dann habe ich sowas von kurze Beine, die sind eh schon nicht so lang. Das sieht einfach total bescheuert aus bei mir. Also bei mir ist eigentlich so perfekte Länge hier so, gerade bis dahin, wo dann der Bauch so einigermaßen gnädig verdeckt ist. Ja, ich finde sie super. Auch wenn wahrscheinlich irgendjemand jetzt sagen wird, Cleo oder so, Farbberaterin, blau ist gar nicht deine Farbe. Ist egal, passt trotzdem. So, jetzt mache ich mir auch noch die Alten nackig. Habt ihr was gesehen? Nee, habt ihr nicht. Sonst schneide ich das raus. Ja. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept gebracht, weil ich mich hier auch noch im Fernsehen ausgezogen habe. Was wollte ich euch denn noch zeigen? Garne wollte ich euch zeigen. Einmal habe ich von Herrn Pasquali das hier bekommen. Das ist, nennt sich Spring irgendwas. Ich hab ein Namensproblem, merke ich gerade. Ich kann mir einfach keine Namen merken. Geht mir bei Menschen genauso. Ich kenne immer das Gesicht, aber den Namen nicht dazu. Also das heißt Spring irgendwas. Ist aber letztendlich genau das gleiche. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Genau das gleiche Garn wie die Summer Wind von Karen Noé. Nämlich 90% Baumwolle und 10% Kaschmir. Das Tolle daran ist, dass sich die überhaupt nicht baumwollig anfühlt. Da diese 10% Kaschmir, die machen so viel aus. Die ist also super weich und super kuschelig und also
Wer dagegen noch empfindlich ist, der weiß ich auch nicht. Der kann dann, glaube ich, nur noch nackig gehen. Weil das ist wirklich, das ist ein fantastisches Garn. Es ist sehr, sehr dünn. Also ich habe es mal angestrickt mit 3,0. Da komme ich auf 27 Maschen auf 10 cm. Und das ist dann auch schon für meinen Geschmack beinahe schon zu locker. Aber gut, ich bin da auch etwas extrem in der Beziehung. Ich habe hier eine Anleitung von ihr, wofür das Garn eigentlich gedacht ist. Die strickt das mit 23 Maschen, auch mit Dreiernadeln. Also so locker kann ich im Leben nicht stricken. Und das wäre mir auch viel zu schlabberig. Also muss ich nicht haben. Aber ansonsten ist es ein tolles Garn. Und das bei Herrn Pasquali ist doch um einiges günstiger als das absolut identische Garn mit dem berühmten dänischen Designernamen. Ist schon immer sehr spannend, was so ein Name doch plötzlich dann kostet. So, was haben wir noch? Ein anderes Garn wollte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das die Heron oder Heron. Ne, Heron würde ich, denke ich mal. Von Sealana. Ist auch ein Possum-Garn. Auch 80% Merino, 20% Possum. Super schön eigentlich. Wieder so ein bisschen haarig. Ich habe es mal hier angestrickt. Seht aber, da ist keine Nadel mehr drin. Das ist mir nämlich zu locker doch. Das ist mit 4,5 und. Naja, ihr wisst ja, ich finde das immer zu schlabberig. Ich möchte gerne ein Brett daraus machen. Ich werde es also nochmal stricken mit 4. Und ich glaube, dann wird das auch so, wie ich das haben will. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gerade gut erkennen. Ich versuche das mal, das davor zu halten, vor die Kamera. Es ist sehr schön meliert. Also da sind ganz viele, viele einzelne Farben drin. Meliert, geheathert, gemuschelt oder wie man das jetzt auch immer bezeichnet. Ich finde das super toll, das Garn. Das ist ein super schönes Flaschengrün. Aber es hat mir auch ehrlich gesagt noch nicht so genau gesagt, was es denn nun eigentlich werden möchte. Das muss ich dann nochmal gucken. So, das war das soweit. Ja, ach ja, ich kann euch ja noch zeigen, was ich jetzt gerade mache. Also außer diesem anderen Ding, wo ich eben schon dran gestrickt habe. Deshalb weiß ich noch gar nicht, was das wird. Da stricke ich einfach mal so vor mich hin, irgendwas Sommerliches, weil. Das ist das hier irgendwie online mit 60% Baumwolle, 40 Poly. Ist ein schönes Sommergarn. Ich habe auch nur knapp 350 Gramm, also es muss was Kurzärmeliges werden, sonst langt das gar nicht. Das hier ist Tweed von Josh Hub. Auch so ein wunderschönes Garn, aber leider schweineteuer, wenn man das aus Australien bezieht. Da habe ich jetzt. Hier seht ihr ja, ist noch irgendwie alles so halb fertig. Der Ärmel ist noch nicht so richtig angenäht und jetzt bin ich gerade hier im Kragen. Und es sind noch unzählige, viele Scheißfäden zu vernähen, was ich ja immer hasse wie die Pest. Aber ich denke mal so 2, 3 Tage noch, dann ist das Ding auch fertig. Was ich hier jetzt mal ausprobiert habe, ist, das kann man natürlich jetzt gar nicht so sehen, wenn ich den so halte, das Rückenteil ist schmaler als das Vorderteil und ich habe mit Bastdarts oder. Wie heißt denn das eigentlich auf Deutsch? Weiß ich jetzt gar nicht. Gearbeitet, dass hier so ein bisschen mehr Platz für die. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, was ich lieber nicht sage. Für die Oberweite ist. Das Ganze ist ein Modell aus Knit to Flatter von Amy Herzog. Und da habe ich ja neulich den Craftsy-Kurs gemacht. Der ist übrigens super, super klasse. Hab da auch sehr, sehr viel gelernt, was jetzt Anpassungen an die eigene Figur betrifft. Und es ist eine Abwandlung von. Ich glaube, ich bleibe gerade an dem Garn hängen. Eine Abwandlung von dieser Jacke hier. Die finde ich eigentlich ganz schick und sie ist auch für meinen Figurtyp angeblich super gut geeignet, weil ich bin nämlich ein Bottom-Heavy-Typ. Sprich, ich habe schmalere Schultern und einen breitere Hüfte und vor allen Dingen dicken Arsch. Ja, ansonsten gibt es in diesem Buch verschiedene Anleitungen für verschiedene Figurtypen. Es geht also darum, entweder ist man obenrum breiter als untenrum oder man ist proportional, dass dann die Schultern ungefähr breit gleich mit der Hüfte sind. Und je nachdem, was man dann für ein Typ ist, kann man entsprechend alle möglichen Anleitungen anpassen, damit das dann auch zu den eigenen Maßen passt. Und sie erzählt dann eben auch, worauf man achten muss, dass man jetzt so wie bei dem Novembermorgen jetzt hier untenrum nicht gerade ein breites Muster macht, wenn man dann sowieso schon breite Hüften hat, weil das die noch mehr betont, dann sollte man eben mehr die Schultern betonen. Alles Themen, mit denen ich mich in der Vergangenheit noch nie beschäftigt habe.
Ist aber hochinteressant, also das Buch kann ich eigentlich jedem empfehlen. Der Kurs ist allerdings noch deutlich besser als das Buch. Also ich würde eigentlich erst den Kurs kaufen und dann gucken und dann das Buch in Ergänzung dazu. Das bringt viel mehr, als wenn man jetzt nur das Buch alleine hat. Also für mich persönlich jetzt. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Also ich habe das Ding schon mal anprobiert. Das passt eigentlich, finde ich, so ganz gut. Aber muss man natürlich auch erstmal sehen, wenn es dann gewaschen ist. So, was habe ich denn noch hier? Ach ja, ich wollte euch mal ein paar alte Sachen zeigen. Star Wars. Ich war ja und bin eigentlich immer noch ein großer Alice Star Moore Fan, wobei ich Fan ja eigentlich ganz furchtbar finde als Wort, weil das hat sowas von fanatisch und das bin ich eigentlich nicht. Das ist eine Jacke, die habe ich vor, ich weiß gar nicht, 8 Jahren oder so mal gestrickt. Die nennt sich, jetzt muss ich mal wieder nachgucken, ich und mein Namensproblem. Das ist Kimberly, genau. Kimberly ist von der Tochter von Alice Star Moore. Und was ich an der besonders schick finde, sind hier diese Einsätze an den Ärmeln und auch hier hinten auf dem Rücken, wenn man das so sehen kann. Hat super viel Spaß gemacht zu stricken, ist ein Star Moore Shetland Garn, ist jetzt nicht gerade das allerkuscheligste Garn der Welt, stört mich aber nicht, ich kann das so ohne weiteres auf der bloßen Haut tragen. Ach ja, an den Kragen, ich weiß nicht, könnt ihr das hier so sehen, das finde ich eigentlich auch so vom Muster ganz schick gemacht. Habe ich mal als Kit bei Virtual Yarns bestellt. Gibt es auch, glaube ich, immer noch das Buch dazu. Das sieht so aus. Gibt es da auch noch, sonst nirgendwo. Und ja, das Modell kann man eigentlich im Buch überhaupt nicht erkennen, weil es ist schwarz. Sehr intelligent gemacht. Hier ist nochmal der Kragen und mehr sieht man von dem Modell auch nicht. Also ich weiß auch nicht, was die sich dann immer bei solchen Geschichten denken. Es ist fast genauso schlimm wie in der Verena. So, was haben wir denn noch hier? Achso, den kennt ihr schon. Das ist Chromati. Brauche ich eigentlich euch nur so ganz kurz zeigen und zack, weg damit. Aus dem gleichen Buch ist der hier. Das Buch ist ja hier The Celtic Collection. Und dieses Modell heißt drunter Eberlady. Eigentlich sieht das so aus. Ich weiß ja immer nicht, ob man das erkennen kann. Das ist ein Schnippel aus meiner Fernsehzeitung. Ich finde das Muster super schön. Und ich mag eigentlich den Pullover auch immer noch gerne, obwohl das so, wie ich das früher immer gemacht habe, alles mit überschnittenen Schultern ist. Ist ziemlich groß aus. So groß stricke ich heutzutage lange nicht mehr, obwohl ich mittlerweile mehr 10 Kilo mehr wiege. Aber ich mache den immer noch gerne. Ich ziehe den auch noch öfter mal an. So. Ich hoffe, den habt ihr jetzt auch vernünftig gesehen. Ich weiß das ja immer nicht, weil ich ja immer nur vor der Kamera stehe. Und dann hat mir die liebe Britta von Schmeichelgarne neulich ein Garn geschickt zum Testen. Und zwar ist das 70% Babylama und 30% Maulbeerseide. Ich hatte einen 100 Gramm Strang. Das Einzige, was ich davon übrig behalten habe, ist dieser Schlippel hier. Mehr ist davon nicht. Und ja, Mützen trage ich nicht. Ansonsten kann ich aus so wenig hier relativ wenig auch machen. Also habe ich daraus einfach einen Kaul gemacht. Und zwar hat der das gleiche Muster wie der Eberlady Pullover, den ich euch eben gezeigt habe. Ich fand, das passte so ganz gut zu dem Garn. Das Garn ist traumhaft weich. Es hat auch einen super schönen Glanz. Es hat, obwohl Lama und Alpaka ja nur relativ verwandt sind, hat das Lama, finde ich, deutlich mehr Substanz. Also es hat mehr so Griff. Es ist nicht so toter Fischmäßig, wie Alpaka normalerweise ist. Ist nicht gerade billig, das Garn. Ich glaube, das kostet so einen Strang, kostet 20 Euro oder so. Für einen ganzen Pullover wird das also ein teurer Spaß. Aber wer sich es leisten kann, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wer sich es nicht leisten kann, lastet sich vielleicht einfach mal nur einen Strang und macht sich dann eine Mütze draus oder Handstulpen oder irgendwas. Und wenn ich mir das Ding so um den Hals tue, das passt dann gerade ebenso hier rum. Und ist angenehm, ist warm. Wenn man jemand jetzt sehr empfindlich ist, also Anja hatte das Ding in der Hand und sie sagt, das ist gar nichts für sie, sie piekst das.
Das liegt aber dann eben dran, weil es genau wie bei Alpaka, man hat so diese feinen Härchen, die da rausstechen. Und wenn man empfindlich ist, dann pieksen die einen. Mich stört es eigentlich nicht so. Ein bisschen, ja. Wenn ich jetzt schwitze, merke ich das. Aber ansonsten stört es mich eigentlich nicht. So, das war das. Ich mache mal kurz wieder Schnitt, mal eben Pause. Dann, sonst wird die Datei auch so riesig.